Was geht ab? Wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal. Heute gibt es einen kleinen Zusammenschnitt von meinem letzten IRL-Livestream auf Twitch. Man konnte endlich mal wieder mit dem Fahrrad raus. Das Wetter hat es zugelassen. Auch hier würde ich mich wie immer über einen Daumen nach oben, einen Kommentar oder ein Abo oder alles zusammen freuen. In diesem Sinne, viel Spaß mit dem Video. Ey Leute, ich kann es einfach nicht fassen. Wir fahren mit dem T-Shirt Fahrrad. Fahrräder frei, geil. Fahrräder frei, das Schild hat jetzt eine ganz andere Wertung, seitdem wir mit dem Fahrrad unterwegs sind. Ey, ich brauche so eine Mühle. Und ey, vorbildlich habe ich mich eingecremt. Gut oder gut? Oha, guck mal, das ist gechillt. Guckt euch, oha. Guck mal, da hinten das Boot, Hausboot. Die Ecke habe ich hier auch noch nie gesehen, geil. Also, hier die Seite. Ich fahre immer auf der anderen Seite. Ey, Digga, Radfahren ist einfach so nice. Genau, wir fahren immer von links. Oh, der Markt ist wieder. Sollen wir auf den Markt? Ne, wir gehen jetzt erstmal, wollen wir jetzt erstmal Richtung Kreuzberg, Alter. Warum sind die Statuen im Netz eingehüllt? Wegen Vögel oder was? Don't do your nests there, please. Wie gesagt, hier links ist ein richtig geiler Markt. Ein richtig geiler Markt. Ich sage euch, wie es ist, habe ich schon gesagt, ein geiler Markt. Das ist ein richtig geiler Markt. Ne, hier rechts unten haben wir Ding. Direkt Water. Und hier sind so Gärten. Sieht alles ein bisschen... Ah ne, das sind die Hausboote, Leute. Jetzt check ich's. Da ist der Briefkasten und dann gehst du hier runter. Und da bist du auf dem Haufen. Ey, ist das dein Ernst, Alter? Wer wird das feiern? Entschuldigung, ich habe mal eine Frage. Wissen Sie, wo sie nach Berlin geht? Können Sie mir sagen, wo sie nach Berlin geht? Okay, hier ist was los, Alter. Sag euch, wie es ist. Hier ist ein bisschen was los. Zur Rechten sehen Sie das Hotel Adlon. Naja, so witzig fand ich das jetzt gar nicht. Da hinten seht ihr den Weltball. Das heißt, mit so einem Trabi müssten wir eigentlich mal durch die Ding kutschieren, oder? Ey, und es ist echt krass, dass wir so langsam am nächsten Tag gar nicht mehr so krass Muskelkater haben. Ne? Also wir müssen es genauso weitermachen. 30 Kilometer. Für die Hardcore-Fahrradfahrer ist es wahrscheinlich richtig schlecht, aber wir müssen ja irgendwie anfangen. Klar wie Klosbrühe. Auch idyllisch hier. Bis auf den Müllsack da unten im Wasser. Okay, bam, grün ist es, geil. Also wie gesagt, hier sind wir kurz Kurt vorher und jetzt fahren wir nochmal weiter Richtung Kladderadatsch davor. Hier vorne zu rechten sehen Sie den Girlie, aber wir radeln noch ein wenig weiter. Hier sind wir jetzt am Schlesi, schlesisches Tor. Bada boom, bada bam. Universal. Ey, das ist gerade gechillt, hier lang zu düsen, zu cruisen. Ey, wie wir einfach vor, wann waren der ersten Streamy, wo wir draußen waren? Drei Wochen her? Wie ich da einfach nach 25, 30 Kilometer gar nicht mehr laufen konnte, 3 Tage. Guck mal, das ist irgendwie Schickung, Leute. Das Autohaus ist leer. You see that? Wisst ihr, wie ich meine? Zur Linken sehen Sie die Eastside Gallery. Ich spreche nun schon, wie Kenka schreibet. Wir fahren weiter, die Zeit verbleibet. This is the Mercedes-Benz Arena. Oberbaumbrücke. Hallo? Ach Gott, ist es schön. An der Oberbaumbrücke mit der S-Bahn. Ach Gott, ist es schön. Ach Gott, ist es schön. Aber es ist natürlich wirklich gechillt, weil die Leute hängen draußen ab, sitzen in Biergärten, machen sich Softe. Ey, wir haben noch eine gute Strecke, ich sage euch, wie es ist. Heute haben wir auf jeden Fall die 30 Kilometer geknackt. Achtung, hier ausweichen, bam, zack, bumm. Grün, Jack-Tees, ja, die Jacks, geil. Hier ist Stau, gut, weiter, zack. Weiter auf der Route, in 250 Meter rechts auf den anteilig genutzten Weg abbiegen. Aber die Navigation-Frau ist ein bisschen Ding, ne? Sie ist schon sehr einnehmend. Hinter uns sind Fahrer-Dudes mit so Mucke drauf. Da ist auf jeden Fall Techno Music. Aber da hängen wir uns dran, Leute. Da hängen wir uns dran. Aber hier ist gut was los, oder? Hund, kein Hund. Wir müssen irgendwas finden, wo mehr los ist. Sehr ruhig hier, keine Menschenseele. Ja, Wasser ist auf jeden Fall, da muss ich mir noch was einfallen lassen. Wir brauchen auf jeden Fall eine Flaschenhalterung. Wir fahren jetzt dahin, das ist zwar jetzt so ein bisschen ein Stückchen, aber jetzt hole ich auf jeden Fall so ein
so ein Flaschenhalter, wichtig. Dann haben wir den nämlich am Schlüssel, das ist geil. Ja, ich guck gleich mal. Wenn er nicht aufhat, fahre ich zum nächsten, aber wir machen jetzt auf jeden Fall mal Streamy aus, Leute. Bravestar 1605, vielen Dank für deinen Raid. Ich schloss soeben mein Rad hier ab. So langsam machen meine Beine gar schlapp.